Wir sind wieder zurück bei Stronger Crusader 2, während der PZ seinen Blitz überlebt hat, der Bronze den Wirbelsturm erfolgreich abgewedelt hat und ich meine Ratten vernichtet habe. Und die Schutzzeit ist vorbei, das heißt theoretisch könnte es in wenigen Sekunden schon ums Ganze gehen. Wir warten natürlich ab. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich vernichtet werden soll oder eher später. Also ich finde schon. Aber ich muss ehrlich sagen, das könnte man auch mal im Livestream irgendwann zocken eigentlich, oder so? Aua, Bronze, was machst du da? Ich mach doch gar nichts, Alter. Ah, du hast die greifen automatisch. Du hast meinen Bogenschütz attackiert. Ja, mach dir mal. Guck mal hier, die kämpfen schon gegeneinander. Komm her. Ihr benötigt ein Ochsenjoch. Ein Ochsen? Wie hast du mich genannt? Zack. Und jetzt pass auf. So, das läuft jetzt wieder besser. Jetzt bauen wir hier auch wieder irgendetwas. Während ich meine Wirtschaft aufbaue, kämpfen die sich da schon wieder. Ja, der Bronze hat angefangen. Ja, ich habe nichts gemacht. Das kam vor. Natürlich, ja klar, so ist das. Achso, ja. Ne? Ja. Hat man früher auch gesagt. Ne? Boah, Mann, ey, hier, da. So, alle sind positioniert. Guck, wie er mich unten angreift, der Pace. Ich greife doch überhaupt gar nicht an. Wo greife ich denn an? Ich habe gar nicht angegriffen. Patrick, lass es bitte. Ich bin beim Wiederaufbau hier von, ne? Ja. Wiederaufbau Ost so, und so. Ist das schon klar, ey. Alter, ich hab viel zu viel. Oh Gott. Mehr Weizen, als ich jemals essen kann. Ah, jetzt wird man Erz endlich. Also man braucht für Erz scheinbar auch Ochsen. Ja, komm hier, Bauern, eigentlich. Ey. Ich geb dir gleich mal Bauern. So. Wobei beim Bronze tun wir auch mal ein paar Leute hin. Ich bin der größte Lord, wird mir schon wieder Jungs. Das ist natürlich fantastisch. Du bist es einfach. Wir schließen hier. Tor mit 1,90 Meter. Danke. Dass die immer auf die Größe achten. Ich finde das total diskriminierend hier. Das kann nicht sein. Ja, da kennst du halt ja nicht so gut aus. Ja, ich sag ja mal, es kommt auf die Technik an. Ja, super. Ey, da habt ihr aber viel Essen gebunkert, ihr Drecksäcke. Eieiei. Oh Mann. Guck mal, was der Patrick hier so macht. Sieht ja alles klein aus, ja. Schick aus, was er macht. Nö, du hast eigentlich die größte Basis von uns allen, glaube ich so. Uns hat auch ganz viel. So, okay, jetzt mal kurz nachdenken und okay. Wir dann gehen wir noch relativ wir kriegen jetzt da hier. Ja. Bisschen Holzfarm, bisschen Stein, alles, aber. Okay, wir brauchen Gold, dann gehen wir jetzt mal zum Markt und verkaufen mal ein bisschen was. Vorratslager und da sehen wir schon Eisen, ganz, ganz viel. Bier. Und jetzt haben wir gleich ganz viel Gold. So traurig wie es ist. Alter, wir kriegen echt gut Gold rein, das ist super. Nicht genügend Waren. Brauche ich, glaube ich, noch mehr. So, das, was ich gerade mache, das ist eigentlich am wichtigsten. Das werden wir jetzt die ganze Zeit machen. Euer Zeichen, Sire. Was ist denn? So. Rauf auf die Welle! Das ist die perfekte Welle. Ja, wie gesagt, die Stimmen haben sich das ist teilweise wirklich nicht geändert. So. Ich war eben noch enttäuscht, aber die meisten Stimmen sind so geblieben. Es ist super. Ja. Naja. Schlimmeres, ne? Bitte was? Wo leben wir denn hier? Nein! Von wem? Ah, von mir. Von nein! Oh, hier geht's schon los, voll die Action. Okay. Obwohl ich noch am Turm stehe. Okay, neue Taktik. Alter. Jungs, wir bauen. Was? Der Feind hat uns gerade beleidigt. Neue Taktik, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Wie? Wer was? Das ist doch. Das kann nicht sein. Das heißt Krieg. Krieg! Ah! Sascha, hör mal auf! Nein! Alter, was ist mit dir los? Geht er sofort ab? Was? Was? Nein! Nein! Wirbelsturm! Meine Waffenkammer! Alter, wie rufen? Nein! Alter, wie rufen die? Ey! Weißt du, wie es ist? Wie assi ist das denn? Ja, super! Oh, der Hammer! Guck mal, steht er da schon? Ja. Alter! Ja, mach ruhig das Gebäude auch noch kaputt, das steht sowieso im Weg. Ja. Was machst du denn da? Patrick? Wirbelsturm. Mitten im Dorf einfach mal so. Einfach so spontaner Wirbelsturm. Wäre, glaube ich, ein bisschen fies, wenn ich jetzt angreifen würde, oder? Bisschen schon, ja. Ich mach. Alter, das kann doch echt nicht sein. Leute, komm, wir bauen noch ein bisschen. Ja, lass mal ein bisschen bauen, damit die Leute ein bisschen was sehen. Ja, ist ja alles in Ordnung, aber ich stehe hier nur, damit Patrick mir nicht gefährlich wird. Okay. Hopfen und Malz ist hier verloren. Ich stehe hier einfach nur zum Schutz. Für Mutter. Hopfen, Farm und Brauerei, das wäre bestimmt gut für die Bevölkerung, oder nicht? Dann brauchst du aber eine Hopfenfarm, wie gesagt, ja genau, eine Brauerei und dann eine Bierschenke.
dann steigert er sich nochmal der Wert da, also die Beliebtheit von dir. Alter, auf Grünland platzieren, aber hier ist doch gar kein Grünland, ey. Eben. Ist halt ein bisschen schwierig auf der Karte hier. Ja, gut, so! Das dann mal. Ob das läuft? Alter, bei mir läuft gar nichts einfach. Naturkatastrophe an Naturkatastrophe. Bänke brauchen wir gar nicht, ja, wir haben kein Bier. Brauche ich den jetzt noch hier? Ja, super. Bauen wir das einfach hier auch wieder mal hin. So. Wassertopf, vielleicht eine neue Schafszucht irgendwo. Ja, deine Mutter braucht mehr Gold. Oh, jetzt wird er aggressiv. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt. Kommt die Aggression. Wo Patrick nämlich aggressiv wird. Da müsst ihr echt mal drauf achten. Das ist jetzt langsam nicht mehr schön. Unsere Bögen werden singen. Was singen die denn? Nein, wie blöd ist das denn? Alter, ihr seid Bogenschützen! Ja, sicher. Laufen die da in die Pferde rein? Ich krieg zu viel. Ich krieg einfach zu viel, ey. Das sind berittene Bogenschützen. Ja, ja, und meine Bogenschützen laufen da rein, anstatt sich irgendwo hinzustellen und zu schießen. Patrick, ich bin nur hier, damit du mich nicht attackierst. Ach, ey. Das ist der einzige Grund, warum ich da stehe. Warum kann ich hier keine... Achso, wir haben keinen Stein. Ich schütze dich quasi vor dir selbst. Oder du verstehst es nicht. Alter, hast du denn da für eine Armee aufgebaut, ey? Da stehen einfach nur ein paar Pferde rum. Sind das deine, Sascha? Nee, das sind meine. Mhm. Das sind Patricks Pferde. Echt, Mann. Guck mal, ich habe jetzt hier Dings gebaut, eine Waffenkammer und Unterkünfte, ne? Also in der Waffenkammer kann man jetzt sich Bogen und sowas kaufen, oder was? In der Waffenkammer werden die Bögen, die du hast, werden da gelagert. Gelagert, du brauchst mal einen Platz. Ja, so ist das. So, weil hier steht nämlich auch kaufen, weißt du, deswegen 80 irgendwie blablabla. Ja. Auf die Welle! Landsknechte, guck mal, ein paar Armbrüste. Weil Bronze mag ja. Jetzt habe ich 5 Armbrüste gekauft und jetzt kann ich da 5 Armbrustschützen irgendwie ausbilden. Dazu brauchst du noch Leder. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Armbrüste zu bilden. Scheiße, so. Ich bin der drittgrößte Lord, ey. Das war so klar wieder. Ah, hier. Achso, da war das. Genau, genau, genau. So, hier, ich kommt erstmal die Armbrustarmee. Machen wir jetzt erstmal so. So, hier. Wir müssen ja irgendwas hier vorzeigen, sonst blamieren wir uns hier total. Das kann doch nicht sein, ey. Ich lese schon die Kommentare. Ich deabonniere dich! Ja, da kann doch eh nichts, der Junge. Was? So, ach, da kann man auch hoch? Stall. Ja, cool. Machen wir das mal. So, wenn die jetzt noch schneller bauen würden. Rüstungsschmiede. Boah. So. Kommen wir. Wie viele. Ja, okay. Was brauchst du denn da für Truppen auf seinem Ding stehen? Boah, ich. Alter, du hast ja da ja auch schon Pferde vor seiner Burg stehen, Sascha. Ja. Was hast du vor? Die Bogenschützen haben sich noch ein bisschen gewehrt. Ich möchte nur einen Zaum halten. Ja, wieso sind meine Arm-Dings weg? Hast du gemacht? Ich verteidige mich nur gegen euch. Ist klar, ey. Auf eine aggressive Art und Weise. Müsst ihr verstehen. Ich möchte nur in Zaum halten. Damit ich nicht plötzlich überfallen werde. Also guck mal, ich habe jetzt Rüstungsschmiede und Armbrustwerkstatt gebaut. Ne? Und jetzt zum Beispiel bauen die da von alleine einfach dann diese Rüstung oder wie ist das? Die brauchen dafür Eisen. Oder ja, was das Eisen, das habe ich ja hier oben, ne? Hm? Das ist ja im Lager. Ja, dann gehen die da automatisch hin. Ja, genau. Scheiße. Okay. Okay. Die bauen da gerade bei Bronze. Könnt ihr mal bei mir gucken hier. Sieht ganz cool aus, wie gerade was am Schmieden sind. Ah, fuck. Achso, schade, aber auf jeden Fall ein guter Gedanke. Waffen werden benötigt. Da siehst du, so langsam, dann bauen wir uns hier mal ein bisschen aus. Dall hast du jetzt wahrscheinlich dann auch schon gebaut, ne? Aber ich habe jetzt auch noch 240 Gold, weil ich habe jetzt hier alles gekauft. Oh nein, ich habe den Rinderwahnsinn. Ja, ja, super. Löwen, ey. Wenigstens was etwas. Was ist das denn bitte? Was, Löwen? Nicht genügend Waren. Wo sind Löwen? Er hat gerade gesagt, Löwen wurden in der Nähe der Burg gesichtet. Wo? Ja, das ist bei gut, mir. Das ist in Ordnung. Ja. Sobald, solange ich bei mir. Alter, wo sind denn Löwen? Keine Ahnung. Da musst du echt aufpassen. Ich hab die jetzt auch noch nicht gesehen, aber... Ich steck mal bei Patricks Klitzen. Wahrscheinlich. Achso, okay, alles klar. So, da muss ich noch ein bisschen sparen und ein bisschen was verkaufen hier. Kriegshunde. Zack, zack, zack. Und dann... Ja. Rikale Menschenfalle. Boah, ich brauche einfach mehr von dem Kack. Nicht schlecht jetzt. So, ich muss jetzt aber hier noch ein paar Truppen bauen. Also ich hab nee, das ist in Ordnung, Bauern, das reicht. Das ist gut so. Nee, mehr brauchst du nicht. So, Leute, was macht ihr denn alle da? Ja, das sollten wir vielleicht dann auch mal ein bisschen verbessern hier mit der Mauer, aber... Ach nicht, was? Ich rede nur mit mir selber ein bisschen. Ey! Was denn? Du greifst mich an. Wer? Deine komische Bogenschütze hat mich gerade attackiert. Ich mach sowas nicht. Jetzt auch sagen. Alter, wir brauchen noch mehr Essen.
Können wir hier noch was hinbauen? Hier? Das könnte man drehen, ne? Moment, wenn ich das hier so irgendwie... Ja, das wäre gut, aber... Oh, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, hier sowas. Boah, ich habe gar keinen Platz dafür. Ich bin relativ schnell. Das ist Grünland. Doch, das kann er. Das ist Grünland. Das ist Grünland. Okay, auf jeden Fall. Geht das nach dem Verlauf? Alles klar. Also ich muss schon sagen, jetzt so die ersten Minuten hier. Ich spiele quasi das alte Storm ja. Crusader. Nur in einem neuen Gewand. Mit einem anderen, mit einer anderen Oberfläche und vielleicht coolerer Grafik und halt keine Ahnung, ja, irgendwie anders. Das stimmt. Aber ich kenne mich halt immer noch so aus wie früher. Aber ich muss sagen, wir müssen dann auf jeden Fall irgendwann später mal eine größere Karte spielen, dass wir uns wirklich alle drei so eine richtig große Burg bauen. Weil hier sind wir direkt alle voll ab. Alter, was machen denn deine Pferde da, Mann? Ich habe überhaupt keine Chance gegen die. Ich greife ja nicht an, ich mache ja nichts. Das liegt halt, ey, Alter. Ich stehe da einfach nur. Ist schon klar, mein Freund, ist schon klar. Bronze, ich darf da doch stehen. Ist das alles hier? Könnte ich irgendwie Bronze so eine Handelsanfrage schicken? Das ging. Okay, wir sind nicht im selben Team, das ist natürlich. Ja, willst du mir mal Geld schicken? Das wäre super. Ich würde mich sehr freuen darüber. Nein. Bronze hat den größten Gebäudewert von uns. Okay. Nein, also so klar. Cool. Oh Mann! Guck gerade mal, was ist hier für ein Gebäude? Es gibt eine Moschee. Nicht genug. Ja, mecker nicht immer hier. Was kann man da mit der machen? So. Die hebt nochmal die Beliebtheit in deinem Volk. So. Irgendwie Religion, Gottesdienst, Kerzen. Ich muss eine Kerze. Oh Gott. Kerzengießerei. Ich baue die einfach mal. So. Hoffe, das kriegt er nicht mit. Preist. Das ist in Ordnung. Ach nichts. Werden angegriffen. Ey, Bronze. Hab ich anzugreifen, Bronze. Ich kann gar nichts machen, Viecher da. Die stehen da und dann hauen die direkt alle weg. Und was tritt denn gerade? Alter! Du Sack! Nein! Bogenschützen! Berittene Bogenschützen. Was? Attacke! Okay. So Leute, so, wie kann ich jetzt hier Dings? Ich brauche mehr Gold. Gold. Oh, das macht ihr gut. Ja, das ist perfekt. Sehr gut, Leute. Oh nein. Nein! Was? Das hält ja gar nichts aus. Oh mein Gott! Leute, töten! Mach das Katapult kaputt. Katapult töten. Deine Mutter braucht... Was? Und wieder umdrehen. Herzkatapulte. Ah, scheiße. Stein. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Waren. Wie viel Stein brauchen wir? 62. Das kann sei gewarnt, Patrick. Bau nie wieder Katapulte. Sonst bist du tot. Ja. Dann, wenn du jetzt ein neues Katapult baust, greife ich dich an. Mehr als warnen kann ich dich nicht. Ah, Sascha ist einfach so nett. Er warnt einen, ne? Ja, wie kann man hier? Aber die Steine und so waren mal mehr wert. Das ist halt hier, die Scheiße, ich, das ist, Dings. Steuern pro Tag erhöhen irgendwie. Oben rechts siehst du das. Nicht genügend Gold. Oh Mann. Oh, jetzt habe ich hier eure Gesamtbeliebtheit minus 1. Klickt auf das Beliebtheitsfenster. Ja. Milord, diese Ländereien sind mit fliegenden Kreaturen. Was? Nee! Alter, jetzt habe ich doch eine. Guck mal, ich habe eine Plage bei mir. Oh. Natürlich schlecht, ne, wenn du dann keine Nahrung hast. Stell mal vor, jetzt wird einer angreifen. Das wäre ja blöd. Vor allem, wenn die Mauer offen wäre oder so. Ja, okay. Wenn eine Hochzeit ist, dann kriege ich plus 20 bei der Beliebtheit. Alter, Hochzeit, kann ich gar nicht drüber nachdenken momentan. Ja, du bist ja noch relativ jung, Patrick. Und was macht denn jetzt hier eigentlich die Moschee? Die erhöht dann den Glauben irgendwie oder was? Ja, und da können halt Hochzeiten stattfinden. Ja, so ist das. Cool. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Das kann doch nicht sein, ey. Ich habe jetzt kein Geld, ey. Das ist echt. Patrick, hast du gerade ernsthaft zwei Mauern gebaut? Hä, da kommt noch eine dritte zu. Aber dann packe ich meine Katapulte aus. Was machst du denn dann? Ja, packe ich ganz was anderes aus, ey. Ich baue keine Katapulte. Aber guckt euch das mal an, was hier los ist bei mir im Dorf. Ja, da geht die Party aus. Das ist super, wenn du eine Hochzeit hast. Zum Glück war ich nicht so gierig und meint, ich will unten zur größten Stelle. Ich hab das kleinste Feld von allen. Ja, klar, größte Stelle, von wegen.
Ja. Ist auch so, Patrick. Ist auch so. Nicht genug, oh, nicht zu genug Stein, ey. Wofür braucht man... Warum braucht man für eine Steinmauer Stein? Keine Ahnung. Das macht echt gar keinen Sinn. Das ist recht. Nicht genug. Oh, das läuft so gut, ey. So, hohe Steuern, das ist super. Aber selber die Soldaten herzustellen ist auf jeden Fall... Natürlich, klar. Also, ja, ist immer so. Stimmt. Wir sind euer Freund. Wenn du, ich hab jetzt, was denn? Ja? Ich habe jetzt 50 Gold und ich brauche eigentlich mehr Gold. Und wie komme ich jetzt an Gold? Indem du oder Erz verkaufst oder halt so. Deine Sachen verkaufst. Deine Materialien, die du herstellst, verkaufst. Ja, das ist super. Hm. Wie es aussieht, brauche ich echt mehr. Mehr. Insgesamt, ja. Da war mal mehr. Der Kornspeicher ist ja, voll die Überraschung. Hm. Steuern werden jetzt erhöht. Aber jetzt habe ich minus 6, aber nee, ist in Ordnung. Ausgleichen. Wenn du es mit deinem Kornspeicher ausgleichen kannst, ist das schon super. Ich bin so unglücklich. Wir machen einfach Bier. Ja, bei mir. Kann man gar kein Bier mehr brauen? Wo denn? Ach, hier. Hier? Mit einem Bierbraugerät. Aber das kannst du alles gar nicht bauen, hier gar kein Platz. Ja, hier hast du überhaupt gar kein Dings, gar kein Grünen. Auf Grünland. Grünland irgendwie. Aber das haben wir extra so gemacht, damit die Anfänger unter uns das auch hinbekommen. Ne, Patrick? Genau. Ne, Patrick? Du hast doch voll die coole Burg. Ja, oder? Dritte Plage. Es kann da nicht platziert werden, my lord. Na gut, ein bisschen schon das immer. Was soll ich denn sagen? Ein bisschen die Kühe gestorben. Oh. Hat eigentlich irgendein Blick auf die Zeit? Ich glaube nicht. 40 Minuten haben wir jetzt. Okay, das heißt, die nächste Folge müssen wir nicht anbrechen. Mann! Mach mal einfach so. Schauen wir mal, ob wir in der nächsten Folge das irgendwie hinkriegen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge wird Sascha mich wahrscheinlich töten und in der Zeit werde ich einen Bronze umbringen. Weißt du, ja, während du oben links reinkommst, gehe ich rechts raus. Genau. Ich leide jetzt schon den Ball. Das Geile ist, ich wohne dann in der Burg von Bronze und du in meiner. Dann ziehen wir so im Kreis weiter. Super, haben das geklärt. Okay, würde ich sagen, nächste Folge sehen wir dann, was genau. Passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.